Mit dem Kappa KV30 stellen wir euch heute einen wirklich günstigen Reise-Enduro-Motocross-Helm mit Visier vor. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch auf Helm Express Product Test, unserem Kanal für Produktvorstellungen rund um Motorradhelme und Motorradbekleidung, begrüßen. Und heute mit dem KV30. Und ich würde sagen, wir packen ihn erstmal aus. Wir haben hier eine schöne orange Box, wie man es von Kappa kennt. Hier aber nicht viele Einzelheiten zum Helm drauf. Deswegen steigen wir direkt ein. Hier einmal die Laschen raus. Zack. Hier. Genauso wie auf der anderen Seite. Wir können das aufklappen. Und sehen den Helm dann auch schon. So. Und so. So kommt er dann bei uns an. Und jetzt den einmal herausheben. Dann haben wir noch ein bisschen was im Karton. Nämlich diese kleinen Teile, die sind für die Visiermechanik. Die können wir als Abdeckung nutzen, wenn wir den Helm ohne Visier fahren wollen. Und mein Lieblingszubehör, Papierkram. Brauchen wir nicht, kommt weg. Zack, dann haben wir hier den Helm. So sieht es aus. Bisschen transparent sogar, man sieht ein bisschen durch. Wir können hier einmal die Schlaufe lösen, das aufmachen, zack, zack, zack. Und dann haben wir hier den Helm. Einmal stellvertretend die Variante hier in Weiß, Rot, Blau. Und ich zoome mal die Detailkamera für euch ein bisschen ran. Sieht dann aus wie folgt, hier eben in Weiß, Rot, Blau und Hellblau. Schöne Farbkonstellation. Gibt natürlich für euer Motorrad dann auch die entsprechende farbliche Auswahl. Passt soweit. Der KV30 kommt in der Polycarbonat-Außenschale. Schön robust, passt in meinen Augen super. Wir haben hier 1550 Gramm. Und das mit dem Schirm vorne dran, mit dem innenliegenden Sonnenvisier, was wir uns gleich anschauen werden. Also das ist schon mal richtig, richtig gut. Und da muss er sich wirklich nicht verstecken. Und im Übrigen kriegt ihr eine vernünftige, eine vollständige 360 Grad Ansicht auch auf unserer Homepage. Da haben wir ihn für euch abgefilmt. Aber ich denke, für unsere Zwecke hier reicht das auf jeden Fall. So, wir haben hier natürlich erstmal ein Pinlock vorbereitetes Visier. Ist dahingehend cool, denn gerade im Winter kann es euch sonst beschlagen. Allerdings ist das nicht direkt im Zubehör enthalten. Wir sind hier einfach im sehr günstigen Bereich. Da wird das dazu gekauft. Dann haben wir hier im Kinnbereich eine Belüftung, die schön auch nach Motocross aussieht, aber eben die Vorteile einer normalen Kinnbelüftung hat. Das heißt also, hier, wenn das zu ist, dann fliegt euch da der Dreck nicht rein, wenn ihr den Helm abseits befestigter Straßen nutzen solltet. Genauso dann hier oben im Stirnbereich die Belüftung und die Luft kann hier unterm Spoiler wieder raus. Und das ist ganz wichtig, um einen guten Luftdurchsatz zu haben. Wir können das Visier auch einmal aufmachen. Ja, Vorführeffekt. Die Sonnenblende ist natürlich unten. Die können wir hier rüber steuern. Zack. So sieht das Ganze dann aus. Gut erreichbar. Ja, auch mit dickeren Handschuhen werdet ihr das gut bedienen können. Das mache ich wieder zu. Dann gucken wir mal rein. Hier kleiner Kinnwindabweiser. Natürlich ist dieser Helm damit nicht so abgedichtet wie mancher Klapphelm. Allerdings für den Einsatzbereich, den wir ihn haben wollen, ist das ideal. Einfach mal ein bisschen mehr Luftzirkulation hier drin zu haben. Dann kleiner Mikrometrik-Ratschenverschluss, Infutter herausnehmbar, waschbar und auch antibakteriell. Und das ist wirklich gut, gerade im Hinblick darauf, dass wir hier wirklich im günstigen Bereich sind. Wenn ich euch dafür begeistern konnte, wünsche ich euch ganz viel Spaß damit. Euch allen wünsche ich eine gute und vor allem unfallfreie Motorradsaison. Und wenn ihr weitere Fragen habt, gerne unten in die Kommentare, dann beantworten wir die euch auch sehr gerne. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Also, das war jetzt doppelt. Ciao.